als ihr reingekommen seid, was war das für ein Gefühl? Unbeschreiblich. Unbeschreiblich und mit der Frau in der Hand. Gigantisch. Also, kurz war es mir nicht mehr. Ja. Kennst du deine Braut so? Ich meine, sie sieht ja bildhübsch aus. Ja, schon, aber nicht ganz so gestylt. Also, das ist schon vom Feinsten. Und dann, als es zum Ja-Wort ging, wie hoch hat dein Herz in dem Moment geschlagen? Oh ja, sehr hoch und ganz weiche Knie, also. Aber es war wirklich, wie der Sebastian schon sagt, unbeschreiblich, ein total schönes Gefühl. Wollen Sie aus eigenem freien Willen die Ehe mit Herrn Sebastian Kneidinger eingehen, so antworten Sie bitte ebenfalls mit Ja. Beifall, bitteschön! Die Hochzeit an sich, wie hat sie euch gefallen, der Standesbeamte, wie hat er seinen Job gemacht? Perfekt, könnte nicht besser sein. Er ist auf uns eingegangen, hat ein bisschen was erzählt, wie wir uns kennengelernt haben und auch die Worte oder die Weisheiten, die er uns mitgegeben hat, also total schön. Jetzt war es ja so, wir haben ja gehört, der Antrag war ja 2011, jetzt endlich 3,5 Jahre später ist es soweit. Wie fühlst du dich jetzt danach? Ja, es ist einfach Erleichterung. Es nimmt alles seinen Lauf und wie schon gesagt, wir haben halt einfach auf die 5 gewartet, die uns einfach begleitet und da, das war uns wichtig.